Enrico Schütze, PSP Boxing. Es soll jetzt mit Boxen wieder losgehen, habe ich gedacht dann, ja? Ja, also es geht los, das neue Jahr. Wir hatten 21.12. die letzte Veranstaltung in Rostock. War ein Erfolg, war volle Halle. Schön. Unser Dennis Lieber, WWF-Europameister geworden, guten Kampf geliefert. Ja, und jetzt sind wir dabei, die neuen Veranstaltungen zu planen. Und nächstes Mal ist das? Jetzt sind wir am 15.02. wieder in Rostock. Okay. War eine schöne Location, wo wir gewesen sind. Und die wo wird das? Halle war voll. Allraumsportarena. Okay. Ist keine so große Location. 600, 700 Leute passen rein. Ja. Wir lassen sehr viele von unseren 600, 700 ist gut. Ja, also wenn so viele Leute kommen, wird dort auch richtig Stimmung sein. Wir haben dort schon mal veranstaltet im Oktober. Da waren über 600 Leute da, war Bombenstimmung. Die Leute sind dicht am Ring. Schön. Ja. Und wichtig für Rostock ist natürlich, dass wir lokale Boxer haben aus der Gegend. Wir haben aus Wismar, aus Rostock, aus Schwerin Leute am Start. Ein paar bekannte Namen auch. Ja, also in Fachkreisen kennt man wahrscheinlich Frank Blümle. Ja. Ein guter Amateur, hat eine Weile nicht geboxt, hat jetzt 10 Kämpfe bei den Profis, ist unbesiegt im Cruisergewicht. Ja, denn von uns halt Steffi Schönke, Fliegengewichtlerin, im 5. Kampf jetzt Jens Tietze, im 3. Kampf. Der Riese aus Schwerin, 2,2 Meter groß, 120 Kilo. Herrlich. Bisschen älter schon, aber er will noch mal probieren. Also schön. Ist natürlich immer ein Hingucker für die Leute, wenn so ein Riese. Wie viele Kämpfe insgesamt wird das? Wir werden 10 Kämpfe haben. Okay. Ich schätze sogar 3 Frauenkämpfe, so wie es aussieht. 3? Ja, wir sind in Kontakt mit einer schwedischen Boxerin, Therese Gunnarsson. Und eine sehr erfolgreiche Kickboxerin gewesen, international wie auch in Schweden, schwedische Vizemeisterin bei der Amateure. Und ja, die möchte gerne Profidebüt geben. Wir sind in Kontakt und es wird wohl so darauf hinauslaufen, dass er es in Rostock macht. Und vielleicht auch ein paar schwedische Fans mitbringt. Ist ja nicht weit von Rostock nach. Eben. Helsingborg mit der Trelleborg, ja, genau. Trelleborg, ja, genau. Trelleborg, aber Trelleborg. Trelleborg, ja. Doch, Trelleborg. Ja. Gut. Super. Ja. Das klingt richtig gut. Ja, ich hoffe mal, das wird gut, ne? Genau. Es gibt ja ein paar schwedische Boxer hier. Wir haben ja auch Maria Lindberg, die ist ja auch nach Deutschland gesungen, nach Hamburg. Ja, sieht sie jetzt um. Ja, ja, die zieht nach Hamburg. Wir hatten auch schon Kontakt per E-Mail. Gut. Wir wollen uns, wenn sie in Hamburg ist, auch mal treffen. Perfekt. Aber sie ist natürlich, wie soll man sagen, sie ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Das ist ja klar. Weltmeisterin gewesen. Hat schon sehr viele Kämpfe, sehr viel Erfahrung. Sie brauchen ein bisschen längere Vorbereitung und auch finanziell ist das eine andere Hausnummer, so einen Kampf zu organisieren. Da braucht man einen längeren Anlauf. Da muss man die passende Gegnerin finden. Sie braucht keine Aufbaukämpfe mehr, 4 Runden. Nee, das klar. Das ist eine andere Geschichte, aber wir sind in Kontakt und vielleicht im Frühherbst dieses Jahr. Mal schauen. Und nach dem 15.02. ist noch was in Planung da? Ja, wir werden im März eine Veranstaltung noch in Norddeutschland haben. Wir werden eine Veranstaltung in Hamburg haben, also noch eine in einem kleineren Ort, dann noch eine in Hamburg, in Frankfurt am Main. Also wir werden 6 bis 8 Veranstaltungen dieses Jahr in Deutschland machen. Wahnsinn. Und nochmal 2 in Polen, so wie es aussieht, 2 Termine in Polen stehen, im Mai und im Oktober. Ja, also wir haben gut zu tun. Super. Und wollen unsere Leute beschäftigen und hoffen, dass der eine oder andere auch oben ankommt. Klingt Alexander Runde boxt jetzt am 1. Februar in Dänemark bei einer Sauerlandveranstaltung gegen einen Norweger. Und gegen Lee Hawk. Ja. Lee Hawk, ja. Das ist auch ein guter Mann, war ein guter Amateur. Ja. Wollen wir mal gucken, wie sich der Alex da schlägt. Das ist seine erste richtig harte Aufgabe. Super. Ja, mal schauen. Okay. Vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön. Danke.